kostet mich gerade alle Kraft, hier zu sein. Wollte mich unbedingt nach dem letzten Video einmal rühren. Das ist derweil der Garten. Kann mich nur wiederholen. Ich falle auf unbestimmte Zeit aus hier im Garten, kann nichts machen. Alles wild geworden hier. An sich mag ich das, aber jetzt für meine Umstände ist das eine Vollkatastrophe. Meine ganzen Strukturen sind wieder zusammengebrochen. Ich habe auch wochenlang hier nicht wirklich mehr geerntet. Also ich war, ich glaube, zweimal habe ich mir von einer Tomatenpflanze ein paar Tomaten geholt. Das waren dann noch insgesamt, glaube ich, 4-5 Stück. Mehr waren das nicht. Also, ihr könnt das sehen. Das war ja alles schier. Und ich gehe mit euch jetzt quasi das erste Mal durch. Ich kenne das alles noch nicht. Keine Ahnung. Wieder mitten aus dem Prozess gerissen, so unzählige Male hier erlebt. Und ihr wisst das, wenn ihr hier irgendwas liegen seht und das irgendwie so wegbrennt, da kann man es nicht mehr sehen, dann bin ich ausgefallen. Da hängt alles voll Tomaten, hier ist alles voll Kapuzinerkresse, Zwiebeln da unten sehe ich noch. Jetzt kriege ich richtig nasse Füße. Ja. Ja, Ausfall ist Ausfall, da passiert nichts mehr. Was mich richtig schön begrüßt, ist hier gerade die Lemon Queen. Die erinnert mich auch an meine Mutter. Das geht ja mal voll auf. Voll schön. Also den Garten an sich fühle ich, wenn ich drin bin. Und das ist so ein fieses Dilemma. Ich kann hier gerade nicht wirken. Ich bin blockiert, gelähmt, weil das geht hier alles durchs Herz. Und das ist derweil mächtig blockiert, sonst ja, wird es hier anders aussehen. Damit ihr das mal seht, also ich bin in einem Schrebergartenverein, das hier ist. Ihr wisst doch, wie das läuft, muss ich euch das erklären. Ja, zwei Mini-Kürbisse sehe ich. Alle Wege dicht hier. Alles wild. Und es ist auch nicht absehbar, dass ich hier irgendwie wiederkommen kann. Oh wow, oh ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Oh, ja, für wen anders? Und eine Zucchini. Ich habe keine Kraft. Bei mir, ich sage ja, Strukturen sind zusammengebrochen. Und das betrifft auch meine Wohnung. Ich halte mich die ganze Zeit im Kopf über Wasser, indem ich auch Reisen mache, sie antrete. Und boah, wenn ich das hier alles sehe, alles zusammengebrochen. Mein ganzer Prozess, dieser ganze Fortschritt. Ihr wisst ja, gesundheitlich, ich kämpfe mich noch zurück und das ist so destruktiv hier alles gewesen. Auf der anderen Seite bringt es mich auch weiter, aber nur, weil ich die Herausforderungen daran erkenne und meine Grundeinstellung ist, an allem, was mir das Leben so hinschmeißt, zu wachsen. Ja. Es gibt auf jeden Fall hier auf der Ecke ein paar Überraschungen. Ich meine, hier ist eine Malve durchgekommen, sehe ich gerade. Die andere Blume, ah schade, ich krieg sie nicht mehr drauf. Da war so eine wunderschöne Blume, die noch nie in meinem Garten war. Habe ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen mal entdeckt. Ja, hier hängt alles rum. Pflanzen sind umgekippt. Das hier, diese mega lange, riesengroße, die noch keine Blüte hatte. Hängematte habe ich irgendwann vor kurzem abgehängt. Weil hier das Ding, das hängt.
Oh, was ist hier denn los? Da haben sich die Wespen irgendwie in den Haaren. Ja. Alles dicht. Vergammelte Tomaten. Also das sind Sachen, da kann ich mir wirklich auf gewisse Art auf die Schulter klopfen. Dann, das habe ich dieses Jahr alles wunderbar gewuppt gekriegt und gezeigt, dass es nicht an mir liegt, diesen Garten auf Vordermann zu halten. Das ist etwas, was von ganz alleine passiert, wenn irgendwo das Herz aufgeht. Aber das ist immer wieder das Ergebnis einfach von Menschen, die von außerhalb irgendwie was von einem wollen und die Grenzen nicht akzeptieren, die man ihnen aufzeigt. Und es hat über die Jahre so viel Schaden angerichtet und ich habe dieses Jahr schon mir echt ein paar Kloppe erlebt. Und jetzt hat es hier eben auch echt richtig geknallt. Die Mondin schaut uns zu. Und ganz merkwürdig, ich durfte erkennen, dass sie viel höher ist als sonst. Viel, viel höher. Ganz merkwürdig. Das ist irgendwie, das fällt mir heute auf. Hängt voll hoch der Mond. Naja. Was ich super schön finde, da kam ich gerade durch. Guck mal, Topinambur. Hier im Zaun hat sich irgendwie Topinambur hier links breit gemacht. Und ja, die Sonnenblumen sind gekommen. Und hier die Ecke, die hat ja immer noch nicht so einen Charme gehabt. Und jetzt kann man hier so richtig durchgehen. Ja, die habe ich gerade noch weggeschoben, will ich jetzt nicht nochmal machen. Ja, ein Garten voller Sonne und einem traurigen Gärtner, der gerne hier Sommer verlebt hätte, dem über einen Monat fehlt und auch andere Zeiten fehlen, weil einfach hier das traumatisch Erlebte mich da so geprägt haben, dass es nachher nicht mehr möglich war. Ich habe hier wieder eine tolle Spezialbehandlung erfahren. War echt toll. Ganz toll. Und hier fährt der Henne richtig schön. Ja. Oh ja. Das ist das, mein Sonnenplätzchen ist dicht. Da. Alles an sich nicht schlimm, aber ich habe die Struktur hier drin auch genossen. Und ja, jetzt habe ich. Mir fehlen da die Worte, ihr Lieben. Ich wollte mich einfach einmal melden. Ich dachte auch, ich schaffe hier nur einen kurzen Anfang und dann geht es nicht weiter. Jetzt bin ich ein bisschen rumgelaufen, habe gesehen, wie es aussieht. Und ja, ich werde jetzt hier gleich im Anschluss noch was anhängen, was meine weitere Gesamtsituation betrifft. Ich habe hier meine Bausteine ja zu Genüge geteilt und es wird für mich immer bedrohlicher zu überleben. Das Ergebnis der Macht anderer über mich. Und das ist ein Befreiungsschlag. Auf der Seite tut sich was. Also mir bleibt auch nichts mehr anderes übrig. Für mich ist auch das hier, mal offen darüber zu reden, Notwehr, weil das andere ich nicht gepackt, seelisch den Menschen da zu begegnen oder irgendwie aktiv zu werden. Da geht es ohne jemand weiteren nicht und da war ich schon im Gespräch und da hoffe ich, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo man das in Angriff nehmen kann. Im Moment sieht es so aus, wie es ist. Also ich fühle keinerlei Hoffnung, dass es mit dem Garten weitergeht. Ich fühle das nicht mehr. Die anderen Male, wo ich ausgefallen bin, hatte ich immer noch so ein Zurückdrang und es hat nicht funktioniert. Diesmal habe ich gar kein Gefühl mehr hier. Herz ist verstopft. Kann ich halt nicht anders, gerade. Ja, hier hängen auch alles überall Tomaten, die auch vergammeln. Ich habe keine Kraft. Wenn ich Kraft hätte, würde ich die noch in Foodsharing-Stand tun, aber. Naja, man haben die Tiere hier ihr natürliches Nest und richtig schön. Rückzugsort, ohne dass hier jemand wütet, haben komplett Ruhe, wie es eigentlich sein sollte. Ich meine, hier ist alles voll Schmetterlinge und Bienchen. Da war der Schmetterling, danke. Ich freue mich für die Natur hier, dass sie Platz kriegt und mal Ruhe hat vor diesen
strikten Maßnahmen der Menschen. Oh, jetzt habe ich was Schönes entdeckt. Da, guck mal, die eine. Ich habe die Sachen ja nicht mehr ins Beet gekriegt, aber sie hat sich durchgeboxt. Es hätte auch eine große werden können. Und jetzt haben wir hier so eine schöne, ja, eine kleine. Die kann ich doch nochmal zeigen. Wow, was für ein Busch. Ich sehe das alles gar nicht. Das ist alles so viel Reizüberflutung. Ich habe gar keine hier Zitronen mehr, Bene, krass. Also pflanzenmäßig ist hier alles perfekt. Also die ergänzen sich. Sachen, die umgekippt sind, da hätte ich mich drum kümmern können. So möchte ich auch auf meinen Wegen gehen, auch wenn das hier und da mal fallen darf und wie ich es gerade möchte. Und dann baue ich mir Wege drumherum, wenn es möglich ist oder wie auch immer. Alles cool. Übrigens, ich habe jede Menge Zwiebeln nochmal rausgeholt gehabt zuletzt. Genau das habe ich noch gemacht. Da an anderer Stelle habe ich ja beim Weidenpavillon auch schon gesehen. Also ich bin reizüberflutet. Um dem Ganzen ja noch Herr zu werden, brauche es einen echten Zeitraum, der für mich nicht absehbar ist, um hier wieder klarzukommen. Davon ab gibt es im hinteren Bereich eigentlich den wichtigen Bereich seit dem ersten Jahr, in dem ich gerne wirken möchte, von dem ich abgehalten werde von Anfang an. Trotz Ansprache, trotz Aussprache kam ich da nicht hin. Und das ist für mich ein Dorn im Auge und ich werde hier definitiv nicht weitermachen, wenn das nicht endlich berücksichtigt wird, weil davon habe ich hier echt die Schnauze voll. Man wird hier auf jeden Fall mit Sachen allein gelassen. Das geht mir bis hier und ich halte lieber meinen Mund. Ja, ich bin bis heute loyal. Aber die Leute können sich das auch langsam denken und es haben genug Leute auch mitgekriegt, wenn es zu doll wurde für meine Seele in meinen Streams bei TikTok, was hier Phase ist und um wen sich das handelt und was hier passiert ist. Aber ich bin bis heute loyal. Aber bald kann ich nicht mehr anders, als hier mal klar Schiff zu machen und auf den Tisch zu packen, was hier die ganzen Jahre passiert ist, was ihr da draußen nicht mitgekriegt habt. Nicht mal ein Ansatz. Ich habe meinen Mund gehalten, weil jene nicht wussten, was sie taten und ich in Liebe und Mitgefühl unterwegs bin. Was hat mich an meine Grenzen gebracht? Unfassbar. Und Grenzüberschreitung der anderen, trotz Aufzeigen, hier Schluss, nein, es hat nicht interessiert. Und davon habe ich jetzt posttraumatische Belastung noch und nöcher und darf das nach und nach wegarbeiten. Ich kriege das hin. Ich glaube an meine Selbstheilungskräfte. Aber wenn man mich nicht in Ruhe lässt, wird es nichts. Und das war hier einfach zu viel, was wieder passiert ist. Zu viel. Ja. Ich war jetzt mit euch so lange hier, wie ich seit dem Vorfall insgesamt hier war. Länger war ich nicht mehr hier. Ich habe einmal hier gefrühstückt, habe einmal Tomaten geholt, ein zweites Mal, einmal nur noch reingeguckt. Ansonsten bin ich hier nur vorbeigefahren, also vorbei. Irgendwas habe ich noch mal reingebracht. Abgeholt, ja. Ich hatte hier noch was liegen, was weg sollte nach Hause. Ja. Also meine ganze Ernte, alles. Ich muss alles kaufen. Alles kaufen jetzt. Das hat mir hier mega geholfen. Das ist dieses Jahr richtig gut gelaufen. Mit Ernte, egal was das war, richtig gut. Da ist nichts verkommen. Viel besser reingekommen im Vergleich zu den anderen Jahren. Und weil ich bin der rohköstliche Nascher halt eben. Ne? Das ist so. Und jetzt am Ende ist es halt eben so, dass mir das alles fehlt schon über Wochen. Und es echt teuer ist, so ohne den Garten zu leben. Und der sollte mich unterstützen. Ich habe hier mein Geld reingesteckt. Ich habe hier meine Energie reingesteckt. Und kann hier nicht sein und habe meine Ernte nicht. Ich komme da nicht ran, ich kann nicht hier sein. Und ich muss jetzt auch gleich gehen. Mir reicht das. Oh, Schnecken. Vorsichtig. Ich will mich nicht erwischen. Bei mir ist die spanische Wegschnecke willkommen. So wie alle anderen auch. Hier wird keiner ausgegrenzt. Hier ist es irgendwie schön Tunnel, das zeige ich euch noch. Ja, das war es dann mal aus meinem Garten. Und für euch, ich hänge euch noch ein Video an, das ist hochkant, das ist von TikTok. Das habe ich gestern veröffentlicht, das bringt den Rest ganz gut auf den Punkt, wo ich gerade stehe, in Sachen Amt, in Sachen Wohnsituation etc. pp. Und
Ja, da ist es leider schon so weit, dass ich nicht mehr anders kann und an die Öffentlichkeit gehen muss. Das ist für mich Notwehr. Alles ist Notwehr. Man hat mich so weit getrieben. Gibt keinen anderen Weg mehr. Sei denn, ich fall tot um. Aber ich glaube, das wird keiner, oder? Aber sie haben mich schon fast so weit gekriegt gehabt. So einige. Jene, die ich angezählt habe. Leider. Gezwungen. Ich stehe zu allem, was ich sage. Ich bin gerade am Michel und ich muss niemandem hier beweisen, ob ich jetzt hier ehrlich bin oder sonst was. Das ist mein roter Faden auf diesem Kanal. Ich bestreite schon seit 2008, 2009, nee, davor schon diesen buddhistischen Ansatz in meinem Leben, habe da so viel mitgenommen, habe mich irgendwann dafür entschieden, nicht mehr zu lügen. Ich hau raus, was wahrhaftig passiert ist. Und der Rest ist Trauma. Menschen unterstellen mir ganz gerne, dass ich schauspiele und lüge oder dass ich Menschen manipuliere oder betrüge oder ihnen Geld aus der Tasche ziehen wollen. Also alle, die da auf mir rumgekloppt haben, also unsere Vorfahren, die drehen sich im Grabe um, was ihr mit mir gemacht habt. Echt eine Schweinerei, menschlich, unwürdig, unter aller Sau. So, Anschluss, TikTok-Video, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Ich möchte euch nochmal auf den Stand der Dinge bringen, weil es nun so sein wird, dass mein Datenvolumen heute ausläuft und ich entschieden habe, mit meinem letzten 50er für den Rest des Monats da erstmal nichts mehr zu holen, kann sich durchaus noch ergeben. Und ich wollte ein, zwei Worte fallen lassen zum Stand der Dinge. Also ich bin gerade in Friedrichstadt. Habt ihr nun mitgekriegt, ich habe da meine Tagestouren. Jetzt bin ich nicht allein, da auch nicht. Kleinen Moment. So, jetzt versuche ich weiter zu reden. Das ging hier gerade nicht. Ja, also Thema Schrebergarten, Thema häusliche Situation. Thema mein gesundheitlicher Zustand etc. pp. Also seitdem fange ich mit dem Garten an, seitdem das so ist mit dem Garten, wie es ist. Ja, das jedes Mal mit Ausfall Garten fällt auch meine Grundstruktur zusammen. Und ja, das sind halt so verschiedene Hauptthemen. Was mich gerade richtig innerlich foltert, ist Thema Amt, ist Thema Nachbarn, von dem ich fremdgesteuert abhängig bin, wann ich schlafen gehen darf, ob ich schlafen darf und wann ich wieder aufzuwachen habe. So läuft das schon seit vielen Jahren. Und alle Anlaufstellen, die ich um Hilfe gebeten habe, konnten mir nicht helfen oder wollten nicht. Ich weiß es nicht. Aus meiner Sicht wäre deutlich mehr möglich gewesen. Hätte man gewollt. Jetzt bin ich gleich, kleinen Moment. Ja, derzeit bin ich sehr gebeutelt von meiner häuslichen Situation, noch zu dem, was ich sowieso habe. Und ja, was meine Gesundheit angeht, ist es so, dass ich viele alte Muster aufgetaucht sind, die richtig reinhauen. Das ist definitiv, das sind viele Rückschritte. Auf anderer Ebene wachse ich. Und jetzt bin ich gleich wieder nicht rein. Aber das müssen wir halt jetzt so machen. Ich bin halt hier in so einer Touristadt. Egal wo ich hindüdel, es gibt sowieso keine Ruhe. Ganz schwer zu finden. Thema, was habe ich gesagt? Amt. Ja, es war ja nun so, dass ich im Juli. Und August hat man mir noch 149 € jeweils zugesprochen. Dann gab es ganz viel Zoff. Es hat mich weit über meine Leistungsgrenzen gebracht und hat mir so dementsprechend auch Energie abgezogen. Und ich stehe vor einer Situation, wo bis Dezember mir was vorläufig jetzt gewährt wurde, ich auch nochmal Bürgergeld kriege. Weiß nicht, was da draus wird, aber letztendlich geht es darum, dass ich seit Ewigkeiten mal eine behindertengerechte Anbindung beim Sozialzentrum Husum fordere. Und man dort mauert, nicht antwortet und mich ignoriert. Das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, dass ich irgendwann mal einen Brief gekriegt habe, der mir schon wieder sonst was eingejagt hat. Das ist so hoch belastend, dass jetzt der zweite Brief, der kam, Rechtsabteilung,
dass ich den nicht mal mehr öffnen konnte und dass mich das echt fertig macht, so eine Post zu kriegen, sie öffnen zu müssen und da zu diesen ganzen Prozessen gezwungen zu werden und dass man als Behinderter einfach keine Chance hat, sich zu wehren. Die Wege, die euch jetzt meistens einfallen, die ich immer toll unter meinen Sachen lesen darf, unter meinen Streams oder Beiträgen, diese Wege sind versperrt. Ich schaffe diesen bürokratischen Prozess nicht mehr. Weder mich rechtlich zu wehren, noch irgendwie Papier schwarz zu machen. Ich kriege schwere Depressionen, bin posttraumatisch belastet von dem, wie man mit mir umgegangen ist. Und ich darf damit klarkommen. Jo. Und derzeit ist viel im Feld, ist viel hochgekommen. Jetzt bin ich gleich wieder nicht alleine. Das ist hier schon die Spitze. Muss ich mal gucken, wie ich das gleich handle. Ich habe ja noch ein bisschen Luft hier mit der Aufnahme. Also unterm Strich, ich wollte mich einmal kurz melden, wie es so aussieht. Ich kann es zusammenfassen unter brutal und bin dementsprechend bedient. Versuche halt durch meine Ausflüge irgendwie Kraft zu sammeln, aber die letzten Ausflüge musste ich abbrechen, weil ich seelisch nicht mehr dazu imstande war. Ja, dieses Video und wenn ich über solche Sachen rede, ist für mich mittlerweile eine Art Notwehr, wenn es lauter und emotionaler wird, sowieso, denn man hilft mir nicht. Also ich meine, ich habe Einladungen ausgesprochen, zu mir in den Garten, nix. Jetzt bin ich allein, kleinen Moment. Ja, keine Ahnung, egal was, wie, ich habe darum gebeten, dass man mir über E-Mail irgendwie so kontaktet, dass ich daraus entnehmen kann, man möchte mir helfen, aber bisher gibt es 0,0 Hilfe. Ich dachte, ich habe irgendwie Rechte als Schwerbehinderte, die mich auffangen sollen, vor allen Dingen, die mir auch gewähren, dass ich da ein Amt vorfinde, was die Pflicht hat, mir entgegenzukommen. Das gibt's wohl irgendwie hier. Bei mir, ich bin jetzt woanders. Wow, ich habe einen schönen Weg entdeckt. Cool. Jetzt kommt Fahrradfahrer. Naja, so ist das halt. Also ich bin einfach auf vielen Ebenen echt angespannt. Und brutal ist es eigentlich, dass ich tagtäglich unterwegs bin. Suchen Wald auf, bin jeden Tag. Bin unterwegs in der Natur, so wie ich es euch letztendlich erzähle. Was einen heilt, aber der Druck, der da steht, auch, ja, ich weiß ja nicht, wo das jetzt hinausläuft. Ich denke mal, es war jetzt eine Verzögerung. Der Brief hat gesagt, ja, wir haben alles geprüft. Es ist alles rechtens, alles, ja. Sie müssen jetzt so und so viel nachzahlen. Ich bin ins Internet zum Betteln gegangen, weil man dort mir nicht geholfen hat. Ja. Das Grundlegendste für mich zu klären, Existenzminimum, keine Hilfe. Anstatt irgendwelche Vorschläge, die an meiner Realität vorbeigehen, womit man mir zeigt, dass man mich gar nicht verstehen will, was auch immer. Ich kann das nicht, ich möchte das gar nicht groß bewerten. Aber in meinem gelebten Leben, ja, ist das einfach, ständig am Limit zu sein, zusammenzubrechen. Und für den Scheiß brauche ich keine Therapie, sondern mal eine menschengerechte Anbindung beim Sozialzentrum Husum. Das ist Nummer eins. Meine wohnliche Situation ist der absolute Horror. Ja, das ist eine Gefängniszelle inklusive Folterfunktion. Den Posten haben meine Nachbarn übernommen. Ich habe Ordnungsamt, Wohngesellschaft, Polizei, alle möglichen. Niemand kann mir helfen, so wie es ist. Ja, ich muss diese bürokratischen Wege gehen. Ohne diese kriegt man keine Hilfe. Ich bin darunter aber zusammengebrochen. Ich kann diese Dinge nicht mehr. Es kotzt mich an, diese Bürokratie in Deutschland. Die ist lebensaushauchend. Ich habe so die Schnauze voll. Sorry, ich möchte hier die Vibes nicht zerstören. Ja, hier laufen noch andere Leute rum. Aber sorry, wir leben alle in der gleichen Welt. Das hat die Gesellschaft auszuhalten. Mein Blick. Wow, was ist hier denn los? Cool, ich habe ein Feld entdeckt, was ich irgendwie vorhin vom Zug aus gesehen habe. Habe mich gefragt, was das ist und was das bedeutet. Ich laufe hier mal rum, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Ruhe und kann die letzte Minute da voll machen. Einmal
Meine Seele ist auf jeden Fall regelmäßig am Limit. Die Institutionen und Möglichkeiten, Hilfe anzunehmen, habe ich alle angesteuert in der Vergangenheit. Sie haben mir geschadet, anstatt mir zu helfen. Ich falle da irgendwie durchs Raster, durchs Muster und keine Sau interessiert es da draußen. Ich habe die Schwerbehindertenstelle angesteuert. Ich habe die Zeitung angesteuert. Ich habe Caritas angesteuert. Ich habe Lebenshilfe angesteuert. Niemand hilft. Außer du erfüllst bürokratische Voraussetzungen, die ich nicht mehr mitbringe. Und niemand hilft. Also für mich ist Husum definitiv ein Haufen voller Scherben. Und ich habe so die Schnauze voll von dem Amt da und dem Umgang mit mir. An gleicher Stelle soll es erwähnt sein, dass ich allen danke, allen Schutzengeln, die da irgendwie noch unterwegs waren in der Vergangenheit. Das habe ich auch gesehen. Aber da gibt es Menschen, die sich wegducken und mitgemacht haben und aktiv beteiligt waren an der Behindertendiskriminierung. Und ich darf die Scheiße ausbaden. Das geht nicht. Das ist falsch. Das ist falsch. Deswegen, das ist jetzt meine letzte Nachricht erstmal. Und ja, ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung, ich schaffe das nicht, die Erforderungen zu erfüllen.